Angesichts der Bilder aus Butscha hat die Bundesregierung weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Darüber hat gestern mein Kollege Ingo Zamparoni mit Christian Mölling gesprochen. Er ist Forschungsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Und als erstes fragte er ihn, welche Strafmaßnahmen über die bereits bestehenden hinaus überhaupt noch möglich sind. Es zeigt sich, man kann das, was man angefangen hat, noch ein bisschen ausweiten. Ich glaube, es gibt eine klare rote Linie. Das ist die Frage von Gas- und Erdölexporten aus Russland. Da hat der Wirtschaftsminister sehr klar gesagt, dass uns das nicht helfen würde. Ganz klar, einfach weil Sanktionen dazu da sind, den anderen schneller niederzuringen als sich selber. Und das ist der wesentliche Punkt, der hier uns schaden könnte. Eine Möglichkeit, die bislang nicht diskutiert ist, wäre natürlich das, was sich Russland in den letzten Jahren quasi erobert hat. Also zum Beispiel Syrien oder Mali noch einmal in den Blick zu nehmen und die Oppositionskräfte dort so zu unterstützen, dass die politischen Kosten für Moskau auch dort in die Höhe treiben. Neuer Aspekt. Aber es steht ja zu befürchten, dass so Bilder, wie wir sie heute gesehen hatten, auch aus weiteren Städten geben wird. Halten wir dann weitere Sanktionsstufen, egal wo wir sie jetzt ausbreiten, zurück, um noch etwas in der Hinterhand zu haben? Oder müssten wir nicht all das, auch das, was Sie jetzt vorgeschlagen haben, an Sanktionen, was da möglich ist, sofort umsetzen? Ich denke, dass man dabei ist, im Wesentlichen das umzusetzen. Sanktionen sind ja das eine. Das andere ist, dass man tatsächlich noch mehr Waffen und schwerere Waffen liefern kann. Die Grenze hier ist, es muss beherrschbar sein von den Ukrainern. Aber wir haben jetzt ja eine Situation, in der die Russen sich zurückziehen, weil sie sich reorganisieren müssen. Und es muss das Ziel sein auf der militärischen Ebene, dass sie das, was sie jetzt aufgeben an Gelände, nicht wieder zurückbekommen. Was Sie aufgegeben haben, sind die Vororte von Kiew. Offenbar gab es da das gezielte Töten von Zivilisten. Wie muss man das jetzt einschätzen? Ist das eine brutale Rückzugstaktik oder was könnte da dahinter stecken? Also Butscha ist ja nur quasi die Spitze des Eisbergs. Mariupol ist ein anderes Beispiel, dass systematisch Gewalt gegen Zivilisten durchgeführt wird, um Schrecken zu verbreiten. Und auch insbesondere dann systematische Vergewaltigungen von Frauen und all diese ganzen Sachen, die wir in den letzten Monaten zwar gehört haben, jetzt haben wir Bilder dazu gekriegt. Aber das ist eine Systematik, die jetzt nicht unbekannt ist für Russland. Das hat es in anderen Kriegen auch schon angewendet. Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Bilder sich wiederholen werden, soweit wir sie bekommen. Und es war auch schon vor 4, 5 Wochen absehbar, als klar war, dass Russland sich verschätzt hat, dass es brutaler in diesen Krieg einsteigen wird. Aber mit einer Kriegspartei, die solche brutalen Methoden anwendet, kann man mit der dann wirklich ernsthaft verhandeln, wenn es um Frieden oder Waffenstillstand zumindest geht? Also das, was Russland in den letzten Wochen und Monaten als Verhandlungen angeboten hat, waren Kapitulationsaufforderungen. Tatsächlich wäre jegliche Form von Verhandlung davon abhängig, dass Russland in Vorleistung treten müsste. Das heißt also, das, was es anbietet, auch anfangen müsste umzusetzen. Denn Putin hat jegliches Vertrauen tatsächlich verspielt. Er hat alle an der Nase herumgeführt, immer wieder gelogen und betrogen. Von daher, wie soll man mit so einer Person noch einen Vertrag halten, der tatsächlich das Papier überhaupt wert ist, auf dem er unterschrieben wurde? Was erwarten Sie dann für den weiteren Kriegsverlauf angesichts dieser Situation dann? Ich erwarte noch mehr Brutalität. Ich hoffe, dass die Ukraine es schafft, mithilfe des Westens eine günstige Ausgangsposition zu finden, sodass tatsächlich Waffenstillstandsverhandlungen möglich sind und die Ukraine für sich eine gute Ausgangsposition verhandeln kann. Und dann liegt es in der Tat an Moskau, diese Verhandlungen damit zu unterfüttern, dass es tatsächlich einen glaubhaften Frieden gibt, in dem Russland anfängt, das zu implementieren, was es gesagt hat. Das ist bislang nicht der Fall gewesen. Das ist ja genau der Punkt, den Sie eben auch angesprochen hatten. Es wird immer aber eine Unsicherheit bleiben angesichts der bisherigen Entwicklung, oder? In der Tat, genau. Also das wird so bleiben. Garantiemächte, so wie es in den letzten Wochen ins Spiel gebracht worden ist, würde bedeuten, dass die Mächte, die genannt worden sind, bereit sind, auf Seiten der Ukraine in einen Krieg einzusteigen. Das scheint mir relativ unwahrscheinlich zu sein. Es wird ein fragiler Unfriede sein, den wir haben. Denn auch eins muss klar sein, wenn das Schießen aufhört, ist der Konflikt nicht vorbei. Und das, was die Bilder der letzten 24 Stunden gebracht haben, ist natürlich noch mehr Hass auf allen Seiten und die Bereitschaft, sozusagen hierfür Rache zu nehmen. Das sind schlechte Berater, aber es bedeutet, dass wir wahrscheinlich auch für eine ganze Generation nicht auf einen wirklich stabilen Frieden zwischen Russland und der Ukraine hoffen dürfen.
Bundeswirtschaftsminister Habeck hat angesichts von Forderungen nach einem schnellen Stopp der russischen Energieimporte auf Versäumnisse der vorherigen Bundesregierung verwiesen. Deutschland sei da schlechter aufgestellt als andere europäische Länder. Der Minister sprach sich aber klar dafür aus, weiterhin Waffen an die Ukraine zu liefern und die Sanktionen gegen Russland zudem zu verschärfen. Die Lieferung von militärischem Gerät und Waffen sollte meiner Auffassung nach uneingeschränkt und in großem Umfang fortgesetzt werden. Wir haben uns dafür entschieden, als Bundesregierung die Ukraine in diesem Krieg militärisch mit Waffen zu unterstützen. Immer mit der Grenze, dass wir nicht selber Kriegspartei werden dürfen. Und damit sind wir eine Verpflichtung eingegangen, die dann auch halten muss. Und ich denke, es war allen klar, dass dieser Krieg lange dauern kann und diese Verpflichtung darf nicht abreißen. Das gilt für mein Haus und die Genehmigung, also die Ausfuhrgenehmigung für Kriegsgerät uneingeschränkt. Für die Frage von Sanktionen, das ist ja davon abzusetzen, ist die Erfahrung der letzten Wochen ein guter Ratgeber, wie weit wir gehen können. Und ich bin der festen Meinung, wir können noch deutlich weiter gehen. Wir haben gesehen, wie wirksam die Sanktionen sind. Wir haben auch gesehen, wo wir möglicherweise Umgehungstatbestände haben. Wir haben gesehen, wo wir weitere technische Güter untersagen können und damit die russische Wirtschaft weiter destabilisieren und schwächen können. Und ich gehe davon aus, dass das in dieser Woche dann auch in einem weiteren fünften dann großen Sanktionspaket seinen Niederschlag finden wird. Wir arbeiten ja an der Unabhängigkeit von russischem Öl und Kohle und Gas. Anders als andere europäische Länder haben die deutsche Bundesregierung sich in den letzten Jahren, ja gar Jahrzehnten darauf verlegt, die Abhängigkeit immer größer zu machen. Deswegen haben wir eine andere Situation als andere Länder. Wir haben die Erdöl- und die Erdgasförderung in Deutschland weitgehend eingestellt. Erdgas noch ein bisschen, Erdöl nur noch in der Mittelplatte. Wir haben uns gegen andere Lieferanten entschieden, gegen LNG-Terminals entschieden und das bauen wir jetzt alles zurück und drehen es um. Das heißt ja, dass wir mit jedem Tag daran arbeiten, die Voraussetzungen und die Schritte hin zu einem Embargo zu schaffen. Und das ist auch nach Überzeugung der Bundesregierung, weil ich habe es jetzt ja wiederholt gesagt, auch nach meiner der richtige Weg und einer, der ja Putin täglich schadet. Insofern sind wir auf einem guten Kurs und auch diese Woche wird uns weiter bei diesem Kurs voranbringen.